Herzlich willkommen bei Marius Fliegendose. Heute möchte ich euch verschiedene Bindelacke vorstellen, deren Eigenschaften und Verwendungszwecke. Der erste Lack, den ich euch vorstellen möchte, ist der Kopflack Extra von Fleiss & Moor. Das ist ein sehr dünnflüssiger Lack, der sehr schnell trocknet. Er hat innen drin eine kleine Nadel zum Dosieren des Lackes. Und das Schöne an diesem Lack ist wirklich, dass man ihn für sehr, sehr kleine Fliegen verwenden kann. Und auch für so spezielle Sachen, wie wenn man sehr, sehr kleine Köpfe hat. Also wenn man hier einfach nur einen winzig kleinen Tropfen Lack auf diesen Kopf aufträgt, dann saugt der Lack in den Faden ein und versiegelt so den Kopf wunderbar und sichert die Fliege. Und genauso, wenn man hinter einer Kopfperle einen Tropfen Lack aufbringen möchte, ist dieser Lack wirklich sehr gut zu gebrauchen, weil der Tropfen in diesen Kopf einsaugt und den Knoten hinter der Perle sichert. Allerdings ist dieser Lack nicht gut zu gebrauchen für sehr große, voluminöse Köpfe, wie zum Beispiel bei Striemann oder wie hier bei dieser Tschechnymph, wo man einen Effekt erzielen möchte mit dem Lack, der dann den Kopf versiegeln soll und glänzen, also wo der Kopf ein gestalterisches Element der Fliege darstellt. Da ist zum Beispiel der Lack von Vignard sehr gut zu gebrauchen. Der trocknet auch sehr schnell, trägt aber ein bisschen dicker auf, ist nicht ganz so dünnflüssig und der ist wirklich gut, um Striemerköpfe herzustellen oder halt von großen Nymphen und dort, wo es darauf ankommt, einen schönen glänzenden Kopf zu gestalten. Möchte ich den Kopf schwarz haben, was gerade so im Lachsfliegenbereich sehr, sehr begehrt ist oder bei Showfliegen, bei großen Striemern, dann kann ich sehr schön diesen Fly-Tying-Lack von Hens verwenden. Der ist in schwarz. Damit kann ich wirklich große Striemerköpfe schwarz überlackieren. Vielleicht ist es sogar ganz gut, eine Grundlackierung mit einem klaren Lack zu machen, dass schon mal der Kopf vollgesogen ist mit Lack und dann schwarz überlackieren. Dafür ist dieser wirklich sehr gut zu gebrauchen. Was man bei diesen drei Lacken aber auf jeden Fall bedenken sollte, sie enthalten Lösungsmittel, die auch ausdampfen. Das mag nicht jeder. Gerade in geschlossenen Räumen, wenn man gerade nicht lüften kann. Daher gibt es auch Lacke auf einer Wasserbasis, wie diese zwei. Das ist unser eigener Lack, den wir unter unserem eigenen Label halt anbieten. Der ist genau wie dieser Loon Water Based Head Cement auf einer Wasserbasis. Das heißt, es dampft höchstens Wasser aus, um den Lack zu trocknen. Die brauchen beide etwas länger als diese lösemittelhaltigen Lacke zum Aushärten. Ergeben aber auch einen schönen glänzenden Kopf und ich habe einfach keinerlei Dämpfe in der Luft, die mich irgendwie beeinträchtigen können. Der Unterschied halt noch von unserem eigenen Lack zum Loon-Lack ist, dass Loon eine Spitze anbietet, die ist jetzt hier halt noch verpackt, die kann ich oben auf meine Flasche draufschrauben und kann damit den Lack zielgenau auf die Fliege aufbringen. Was allerdings auch dann nur bei etwas größeren Fliegen funktioniert. Wer kleine Fliegen damit bearbeiten möchte, sollte wirklich eine Nadel verwenden und einen sehr, sehr feinen Tropfen aus der Flasche herausnehmen und den auf die Fliege aufbringen. So, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in die Bindelacke geben können und wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, das Video über die Bindelacke hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unsere Homepage mariusfliegendose.de besucht. Und natürlich unsere anderen Videos auf unserem YouTube-Channel anschaut.